Guten Morgen, ich lese von der Verbraucherzentrale NRW und ZDF Wieso nebenberuflich selbstständig Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing. Ich bin angekommen auf der Seite 117. Das Kapitel heißt verschiedene Steuerarten, wie Sie damit zurechtkommen. Und ich bin angekommen bei der Umsatzsteuervoranmeldung. Es gibt diverse Tipps, es gibt Formulare, also die Steuer, das Steuerformular, das hier abgedruckt ist, ist ein altes von 2015. Ich gehe mal davon aus, so Formulare verändern sich, wenn dann nur recht wenig. Dann gibt es im gleichen Kapitel noch den Abschnitt, was das Handelsregister mit Ihrer Buchführung zu tun hat. Aufbau der Einnahmeüberschussrechnung. Wie Sie Einnahmen korrekt ermitteln. Betriebsauskunft. Und so funktioniert die AFA-Abschreibung für Abnutzung. Dann gibt es noch den häufigen Streitpunkt für das häusliche Arbeitszimmer und Betriebsräume. Reisekosten richtig geltend machen und auf 100, Seite 141 endet das Kapitel. Das ist das längste Kapitel im Buch bisher. Ich stelle meine Eieruhr, damit ich nicht zu lange mache, um mich unter 30 Minuten zu bleiben. Und dann geht es auch schon los. Ich mache mal dieses Zeichen weg. Man die Uhr richtig lesen? Boah, ich glaube, das geht. Umsatzsteuervoranmeldung und Erklärung. Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind, müssen Sie ähnlich wie bei der Einkommensteuer auch für die Umsatzsteuer jährlich eine eigenständige Steuererklärung abgeben. Ob Sie darüber hinaus noch in vierteljährlichem oder monatlichen Abstand Voranmeldungen leisten müssen, hängt von der Steuerschuld des vergangenen Jahres ab. Wenn Sie im Vorjahr maximal 1.000 Euro Umsatzsteuer entrichten mussten, dann brauchen Sie keine Voranmeldung abzugeben. Lag im Vorjahr Ihre Umsatzsteuerschuld zwischen 1.000 und 7.500 Euro, dann müssen Sie vierteljährlich Voranmeldungen abgeben. Bei höherer Umsatzsteuerschuld im Vorjahr wird eine monatliche Voranmeldung verlangt. Die Voranmeldung funktioniert recht einfach. Sie addieren im betreffenden Zeitraum Ihre Umsätze und ermitteln die daraus resultierende Umsatzsteuer. Dann ziehen Sie die Vorsteuer ab, die Sie beim Begleichen Ihrer Rechnung für betriebliche Anschaffung und Leistungen gezahlt haben. Die Differenz davon zahlen Sie an das Finanzamt. Dazu ein kleines Brechenbeispiel. Nettoumsatz 3.000 Euro, Umsatzvorsteuer, Vorsteuer aus erhaltenen Lieferungen und Leistungen 120 Euro, verbleibende Umsatzsteuervorauszahlung 450 Euro. Bei Kleinstbetragsrechnungen bis 150 Euro muss zwar der Umsatzsteuersatz angegeben, aber nicht der Betrag nach Nettopreis und Umsatzsteuer aufgeteilt werden. In solchen Fällen ist es wichtig, dass die Umsatz- oder Vorsteuer korrekt zu ermitteln. Falsch wäre es, einfach 19% aus dem Gesamtbetrag herauszurechnen, weil sich die 19% ja auf den geringeren Nettobetrag beziehen. Die korrekte Formel lautet: erhaltene Umsatzsteuer ist Gesamtbetrag
geteilt durch 119 mal 19 oder bei ermäßigter Umsatzsteuer erhalten. Umsatzsteuer ist Gesamtbetrag durch 107 mal 7. Ah, ist Dreisatz, okay. Dreisatz muss man können, liebe junge Mädchen aus Höchstadt. Bei der Umsatzsteuererklärung, Formularseite 120, fassen Sie das Ganze nochmals bezogen auf das Steuerjahr zusammen, was in der Praxis bedeutet, dass sich bei sorgfältigem Abfassen der Voranmeldung kaum noch Nach- oder Rückzahlungen ergeben. Eingereicht werden muss die Voranmeldung in elektronischer Form im sogenannten Elster-Verfahren. Das Kürzel will übrigens nicht das Verhalten des Finanzamts mit dem diebischen Vogel vergleichen, sondern steht für elektronische Steuererklärung. Für die Online-Abgabe der Voranmeldung brauchen Sie keine Extra-Software, denn das elektronische Formular können Sie über den Internetbrowser ausfüllen. Mehr Informationen finden Sie auf elster.de. Abzugeben ist die Voranmeldung spätestens bis zum 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums. Der späteste Termin ist dann beispielsweise bei vierteljährlicher Voranmeldung stets für das erste Quartal der 10. April und bei monatlicher Voranmeldung für Januar der 10. Februar. So. Wenn Sie im Vorjahr maximal 1.000 Euro Umsatzsteuer entrichten mussten, dann brauchen Sie keine Voranmeldung abzugeben. Das stimmt bei mir zu. Das kann natürlich knapp werden und wenn Sie die Abgabefrist nicht einhalten, kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag erheben. Dagegen hilft das Beantragen einer Dienstverlängerung, sodass sich die Frist für die Voranmeldung um einen Monat verlängert. Die Voranmeldung zum Beispiel für den März muss dann erst am 10. Mai abgegeben werden und nicht am 10. April. Der Antrag auf Dauerfristverlängerung bedarf keiner Begründung und wird im Regelfall anstandslos vom Finanzamt bewilligt. Hat das Finanzamt eine Dauerfristverlängerung genehmigt, ist bei monatlicher Anmeldefrist eine Sondervorauszahlung zu leisten, die ein Elftel der Summe der Vorauszahlung des Vorjahres beträgt und in der Erklärung für den Dezember angerechnet wird. Auch für die vierteljährliche Voranmeldung ist eine Dauerfristverlängerung möglich. Hier muss dann jedoch keine Sondervorauszahlung geleistet werden. Tipp: Verspätungszuschlag steuerlich geltend machen. Wenn Sie einmal den Termin verpasst haben und einen Verspätungszuschlag zahlen mussten, können Sie diesen als Betriebsausgaben steuerlich geltend machen und sich auf diese Weise zumindest einen Teil der Strafgebühr wieder vom Finanzamt zurückholen. Welche Umsätze und Ausgaben bei der Voranmeldung oder Umsatzsteuererklärung zu berücksichtigen sind, hängt davon ab, ob Sie
der soll oder ist Besteuerung unterliegen. Die Unterschiede: Bei der Sollbesteuerung gilt ein Umsatz als angefallen, sobald die Rechnung geschrieben ist, unabhängig davon, wie lang das Zahlungsziel ist und wann der Kunde tatsächlich zahlt. Bei der Ist-Besteuerung hingegen ist der Tag des Zahlungseingangs ausschlaggebend. Als Eselsbrücke können Sie sich merken, die Sollbesteuerung greift dann, wenn die Rechnung geschrieben ist und der Kunde zahlen soll. Die Ist-Besteuerung greift dann, wenn die Rechnung gezahlt ist. Die Ist-Besteuerung ist naturgemäß die weitaus charmantere Version, denn damit müssen Sie nicht erst mit Umsatzsteuer und Einkommensteuer in Vorleistung gehen und hoffen, dass der Kunde die Rechnung auch wirklich zahlt. Alle Unternehmen mit weniger als 500.000 Euro Jahresumsatz dürfen die Ist-Besteuerung wählen. Da sind nebenberuflich Selbstständige allemal mit dabei. Tipp: Die Ist-Besteuerung beantragen. Damit die Ist-Besteuerung für Sie anerkannt wird, müssen Sie beim zuständigen Finanzamt einen Antrag auf Genehmigung der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten gemäß Beschluss 20 Absatz 1 Nummer 1 des Umsatzsteuergesetzes stellen. Ich habe ein Ausrufezeichen dran. Sowas ist wichtig. Die Ist-Besteuerung beantragen. So, hier sieht man jetzt so eine Umsatzsteuererklärung. Damit ist das Unterkapitel auch zu Ende. Ich habe noch 20 Minuten auf der Uhr. Was das Handelsregister mit Ihrer Buchführung zu tun hat. Das Ganze endet mit einem Tipp: Die richtige Geschäftsform wählen. Viele Leute halten Gewerbeanmeldung und Eintragung ins Handelsregister für dasselbe, was jedoch falsch ist. Wenn Sie ein Gewerbe anmelden, zieht das noch lange keinen Pflichteintrag ins Handelsregister nach sich. Nur wenn Ihr Betrieb der Art und Größe nach als kaufmännisches Unternehmen eingerichtet ist, müssen Sie ihn ins Handelsregister eintragen. Das ist jedoch nur der Fall, wenn bestimmte Kriterien zutreffen. Ein Pflichteintrag ist fällig, wenn Sie als eingetragener Kaufmann IK, offene Handelsgesellschaft, OHG, Kommanditgesellschaft, KG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH oder Aktiengesellschaft firmieren. Weil die Mini-GmbH oder Unternehmensgesellschaft UG haftungsbeschränkt eine Variante der GmbH ist, führt sie ebenfalls zwingend zum Handelsregistereintrag. Für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts besteht hingegen keine Eintragungspflicht. Soll einer Ihrer Mitarbeiter als Prokurist oder Geschäftsführer das Unternehmen nach außen vertreten, funktioniert das ebenfalls nur bei bestehendem Handelsregistereintrag. Bei Umsatz und Gewinn gibt es keine verbindlichen Vorgaben des Gesetzgebers, sodass es bei der Eintragungspflicht eine fließende Grenze gibt. Allerdings gelten jährliche Umsätze von weniger als 25.000 Euro und Jahresgewinne von weniger als 30.000 Euro als klares Kriterium
dafür, dass kein kaufmännisch eingerichteter Betrieb erforderlich ist und damit keine Eintragungspflicht vorliegt. Freiberufler sind grundsätzlich keine Kaufleute und werden daher nur dann ins Handelsregister eingetragen, wenn beispielsweise eine Anwaltskanzlei die Rechtsform einer GmbH wählt. Eine wichtige Konsequenz bei der Unterscheidung zwischen Kaufleuten und Nichtkaufleuten ist, dass für Kaufleute die Buchführung mitsamt Bilanzierung und Gewinn- und Verlustrechnung Pflicht ist. Das erfordert einen hohen Aufwand und macht in aller Regel die Hinzuziehung eines Steuerberaters notwendig. Als nebenberuflich Selbstständiger sollten Sie daher aufpassen, dass Sie nicht mit einem kleinen Betrieb buchführungspflichtig werden, weil beispielsweise bei der Gründung einer UG der Fall sein kann. UG ist Unternehmensgesellschaft. Eine Variante der GmbH. Dann nämlich könnte es sein, dass Sie einen großen Anteil Ihres Umsatzes gleich an den Steuerberater für Buchführung und Bilanzierung weitergeben müssen. Können Sie hingegen Ihr Unternehmen so aufbauen, dass Sie als Unternehmen ohne kaufmännischen Betrieb gelten, dann brauchen Sie nur die weitaus einfache Einnahmenüberschussrechnung zu erstellen, die auf den folgenden Seiten näher erläutert wird. Die richtige Geschäftsform wählen. Damit Sie nicht zur aufwendigen und teuren Buchführung verpflichtet werden, sollten Sie bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit entweder als Einzelunternehmer, wenn Sie Ihr Geschäft zusammen mit Freunden oder Kollegen betreiben, in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts auftreten. So. Ich habe das mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts noch anders gelernt. Ich weiß nicht, ob die Informationen jetzt in dem Buch richtig sind. Ich hoffe, die haben sich aktuell gehalten. Ich mache da mal das Fragezeichen dran. Wie gesagt, ich habe das mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts anders gelernt. Ich würde auch mit solchen Titeln vorsichtig umgehen, wenn ich nicht genau weiß, wo das ist. Im Zweifelsfall muss man wirklich mal den Gesetzestext lesen. Mir kommt gerade so ein bisschen Beklemmung.
Der Aufbau der Einnahmenüberschussrechnung. Lange Zeit galten für die Einnahmenüberschussrechnung keine besonderen Formvorschriften. Solange die Einnahmen und Ausgaben nachvollziehbar dargestellt wurden, akzeptierte das Finanzamt auch selbstgestrickte Formulare, die mit einem Tabellenkalkulationsprogramm erstellt wurden. Doch mit dieser Toleranz ist seit dem Jahr 2005 Schluss und der Fiskus verlangt, dass die Gewinnermittlung auf einheitliche Weise auf einem amtlichen Steuerformular mit der Bezeichnung EUR zu erfolgen hat. Eine Ausnahmeregelung besteht jedoch, wenn die Betriebseinnahmen im Wirtschaftsjahr unter der Grenze von 17.500 Euro liegen. Dann genügt dem Finanzamt eine formlose Ermittlung der Einnahmen und Aufwendungen, beispielsweise in Form eines ausgedruckten Excel-Formulars. Das ist das, was ich momentan mache. Wird diese Grenze überschritten, muss das amtliche Formular verwendet und auf elektronischem Wege, zum Beispiel über das Elster-Portal der Finanzverwaltung, eingereicht werden. Warum das immer auf elektronischem Wege passieren muss, weiß ich nicht. Ich mache meine Steuererklärung immer noch auf den Bögen. An der Stelle ist das Buch auch schlecht. Und dieses GBR stört, naja. Ich habe von einem Fachverlag ein Buch für 25 Euro gesehen, Wirtschaftsrecht. Wahrscheinlich muss ich einen sauren Apfel beißen und mir das auch noch kaufen. Basis der Ausführungen in diesem Buch ist das amtliche Formular, Seite 128, das zwar einige Posten enthält, die für nebenberuflich Selbstständige nur in Ausnahmefällen relevant sind, in seiner Grundstruktur aber trotzdem als sinnvoller Maßstab für den typischen Aufbau der vereinfachten Gewinnermittlung dient. Bei der Einnahmenüberschussrechnung gilt grundsätzlich die Ist-Besteuerung. Es zählt der Zeitpunkt, an dem gezahlt wird. Eine Rechnung vom Dezember 2016, die erst im Januar 2017 gezahlt wurde, fällt folglich in die Gewinnrechnung des Jahres 2017. Wenn Sie im ersten Schritt summieren Sie sämtliche Nettoumsätze sowie, wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind, die daraus berechnete Umsatzsteuer. Zu den Umsätzen zählen Sie auch Privatverbrauchsanteile, wie beispielsweise die anteilige Privatnutzung des Telefons. Beispiel. Umsatzsteuer auf Privatverbrauch. Sie haben mit dem Finanzamt vereinbart, dass die Hälfte Ihrer Telefon- und Internetgebühren als Privatverbrauch gezählt wird. Bei jährlichem Telefon- und Internetkosten von 800 Euro plus 19% Umsatzsteuer müssen Sie als
gewinnerhöhenden Privatverbrauch 400 Euro plus 19% Umsatzsteuer aufführen. Ebenfalls als Umsatz zählt es, wenn Sie ein Anlagegut verkaufen. Der Verkaufspreis wird bei den Einnahmen verbucht und die Ausbuchung des Restwertes im Anlagenverzeichnis. Dazu mehr auf Seite 133 und folgende. Zählt als gewinnmindernder Aufwand, je nachdem, ob der Verkaufspreis höher oder niedriger als der im Anlageverzeichnis aufgeführte Restwert war, entsteht daraus ein Gewinn oder ein Verlust. Die Summe aus Nettoumsatz, Umsatzsteuer und Privatverbrauch ergibt nun Ihren Bruttoumsatz, von denen Sie die betrieblichen Aufwendungen abziehen können. Dazu zählen insbesondere Wareneinkauf, Roh- und Hilfsstoffe, Fremdleistungen, Abschreibung auf betrieblich genutzte Anlagegüter, Absetzung für Abnutzung, AFA, wie zum Beispiel Computer oder Firmenwagen, Raumkosten für Ihre Geschäftsräume, Telefon, Internet und Portokosten, Kreditzinsen für die Finanzierung von betrieblichen Anlagen und Verbrauchsgütern, ausschließlich betriebliche Versicherung, keine Kranken- und Rentenversicherung, aber zum Beispiel die Berufshaftpflichtversicherung, Beiträge an Berufsverbände, betriebliche Rundfunkgebühren, betrieblich verursachte Reisekosten, zum Beispiel mit Bahn, Flugzeug, Taxi oder dem privaten Pkw, Kontogebühren für das betriebliche Bankkonto, Ausgaben für Werbung. All diese Aufwendungen führen Sie separat mit Netto- und Vorsteuerbeträgen auf. Ebenfalls als gewinnmindernder Aufwand zählen die Vorsteuer aus dem Kauf von Anlagegütern sowie bei betrieblicher Nutzung des privaten Autos die Vorsteuer aus den betrieblich verursachten Benzinkosten. Hierfür benötigen Sie eine Aufstellung der betrieblich bedingten Fahrten. Nun kommt für umsatzsteuerpflichtige Selbstständige ein Teil der Rechnung, der nicht ganz einfach nachvollziehbar ist, nämlich die Einbindung von Vor- und Umsatzsteuer in die Einnahmeüberschussrechnung. Zunächst einmal haben alle Umsatzsteuereinnahmen, obwohl Sie diese schon per Umsatzsteuervoranmeldung ans Finanzamt abgeführt haben, den Umsatz und damit den steuerlichen Gewinn
erhöht. Im Gegenzug dafür dürfen Sie davon nicht nur Ihre an den Lieferanten gezahlte Vorsteuer abziehen, sondern auch die im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung und Erklärung gezahlten Abgaben ans Finanzamt. Weil das Zu- und Abflussprinzip gilt, kann es bei der Verrechnung der Umsatzsteuer eine zeitliche Verschiebung geben, nämlich dann, wenn Sie Ihre Umsatzsteuervorauszahlung verspätet leisten, wenn Sie beispielsweise quartalsweise Umsatzsteuer vorauszahlen, wird Ihre Vorauszahlung für das vierte Quartal 2016 bis zum 10. Januar 2017 fällig. Halten Sie diese Frist ein, verbuchen Sie die Zahlung im Jahr 2016. Zahlen Sie jedoch erst nach dem 10. Januar, fällt die Zahlung ins Jahr 2017. Dies wird auch als 10-Tage-Regelung bezeichnet. Nach oder Rückzahlung aus der Umsatzsteuererklärung des Vorjahres werden regelmäßig im Jahr des Zu- oder Abflusses berücksichtigt. Wenn Sie eine Einnahmeüberschussrechnung erstellen, müssen Sie in der Regel keine Einzelbelege beim Finanzamt abgeben, sondern nur das ausgefüllte EUR-Formular, die Anlage G bei gewerblichen Betrieben bzw. die Anlage S. Sowie bei Bedarf das Formular für die Berechnung der Schuldzinsen und das Anlagevermögen für die AFA. Ob die Einnahmeüberschussrechnung mit den Belegen übereinstimmt, kann im Rahmen einer Betriebsprüfung vom Finanzamt geprüft werden. Üblicherweise werden hierbei die Bücher der letzten 4 Geschäftsjahre unter die Lupe genommen. Wichtig: Belege aufheben. Als steuerlich relevante Belege unterliegen alle steuerlich relevanten Belege unterliegen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren. Alte Belege sollten Sie daher auf gar keinen Fall entsorgen, sondern bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist archivieren. So, Belege aufheben. Es geht gleich weiter, wie Sie die Einnahmen korrekt ermitteln.